Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Autos Katastrophos. Wir sind gerade in Diamond City und Nick Valentine. Hey, ich höre dir aufmerksam zu. Okay, ich muss mit Nick Valentine zu Sanctuary, weil dort der Dogmeat ist und wir haben hier eine Zigarre. Und der Dogmeat soll an dieser Zigarre riechen und eine Fährte aufnehmen. Das ist der Plan, das hat zumindest an Nick Valentine vorgeschlagen. Da bin ich mal gespannt, ob sich das Ganze so, ja, ganz aufgeht. Wir haben jetzt noch diese Mission und die müssen wir machen, damit wir... Ich habe gedacht, wir müssen jetzt nach Sanctuary. Dogmeat ist hier. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du eine Fährte? Hast du was gefunden, mein Junge? Oh ja, sehr schön. Erster Hinweis abgeschlossen. Oh, yes. Dann folge ich dem mal. Wie das hier macht Freude. Da bin ich mal gespannt. Weil wir können nach dieser Mission, können wir dann Far Harbor starten. So war die Aussage des Guides. Da bin ich mal gespannt. Weil viele haben mir jetzt empfohlen, hier, mach doch mal Far Harbor. Gibt es eine geile Rüstung und Waffen und ja. Ist ein cooles DLC. So. Ich muss hier auf jeden Fall dem Dogmeat hinterher. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, wir sind schon Level 35. Fast 36. Krass. Das geht ja wirklich schnell. Mit einem Stimpack kann man gefallene menschliche oder tierische Begleiter im Kampf wiederbeleben. Für Roboter greift man dafür zum Reparatursatz. Erfolgreiche Angriffe im Bett füllen eine kritische Leiste, sodass diese, sobald diese voll ist, kannst du einen verheerenden Angriff ausführen. So, in 3, 2, 1, komm. Lade, ich bin mir echt gespannt, wer dieser Kellogg ist und wie, ja, wie stark der ist. Ob wir jetzt gut an ihm zu tun haben werden oder ob er einfach One Shot und ja, weiter geht's. Ich weiß es nicht. Munition habe ich auf jeden Fall. Ich müsste aber hier das hier machen. Die Eder ist hier. Die braucht aber ziemlich lange. Ich habe sie doch nach Ding geschickt. Zum Vault 88. Hey, sind wir jetzt zu dritt unterwegs? Das ist eine gute Frage. Sind wir zu viert unterwegs? Ada, Nick Valentine und... Okay. Meatloaf? Dogmeat? Meatloaf. Dogmeat. Warum sage ich Meatloaf? Ich weiß nicht. Oh, da bettelt jemand um Hilfe? Die haben keine Zeit. So. Suche zu Hinweisen nach Kellogg. Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich an. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. Oh ja, sei es ein Zigarre. Sunlight. Ich hab dir doch gesagt, Kelloggs Lieblingssorte. Die Nase der Welt. Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ja, sehr schön. Komm, Dogmeat. In die Gleisen, okay. So, super Junge, komm. Super. Verschwinde! Schweinchen! Haltet Dogmeat!
Los, raus hier! Geh weg! Weil, ja, wollte gerade sagen, der ist nur legendär, hat da bestimmt irgendwas dabei. Verleiht mir Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Cool. Sag ich doch, hat sich gelohnt. So, was ist das für eine? Der leuchtet. Da waren doch hier noch mehr, oder? Ahim-Schädel. Die Brutmutter. Okay, das ist radioaktives Zeug. Ja, es könnte ruhig heller sein, gebe ich zu. Man hätte nicht bei Nacht gehen sollen. Gebe ich zu. So. Dogmeat? Oh. Jetzt wird's aber lustig. Das ist ein weiterer. Was ist denn das hier? Ein Geschützturm? Dogmeat, ich komme nicht durch. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Dogmeat! Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Blutige Verbände. Verbandszeug. Ah, die Hinweise muss ich jetzt mal. Eine gute Fährte für Dogmeat. Nase der Welt hat. So, schnüffel mal hier. Gut, Junge. Schnüffel. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, guter Junge. Komm. Okay. Das sind nur Hirnpilze. Cool. Aber es wird langsam hell, ne? So, haben wir den? Oh, noch einer. Ey, nicht mein Dogmeat hier angreifen. Kerloff ist immer noch da draußen. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen. 15%. Boah, wir haben so viele coole Rüstungsteile. So, habe ich jetzt die alle gelootet? So, ja. Dogmeat? Da ist er. So, dann kann man hier mal einen Snack zu sich nehmen. Lecker Snack. So, nicht so schnell, Dogmeat. Ich muss hinterher kommen. Ja, bald ist es hell. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Vor allem hier sind sau viele Maulwurfsratten. Also die Ada ist tatsächlich zum Volt 88, okay. Da ist ein Da ist ein Bär. Komm, gib ihm. Lass mal ein. Genau. Der hat aber einen guten Angriff gehabt. Der hat nochmal gut abgezogen. Da draußen ist was. Was? Das sind Aggressoren, oder? Cybermech. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Alter, was sind das für eine?
Ja, komm, lad doch nach. Alter, braucht die lang. Ja. So, was ist da vorne? Wo ist der? Alter, 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 alter. So, dich haben wir. Dich haben wir. Man sieht hier wirklich gar nichts bei Nacht. Ich hab übrigens festgestellt, dass ich in den Aufnahmen mehr sehe manchmal als bei Nacht. Im Spiel als bei Nacht. Was, Devil? Komm. Dog Meat, hol ihn. Ciao. Alter, was läuft denn hier alles rum? Wirf 10% Nahkampfschaden zurück an den Auf. Oh. Auch nicht schlecht. Das gibt's doch nicht. Das sind so viele Gegner hier wieder. So, haben wir es geklärt? Also wenn jetzt noch mehr kommen, verliere ich langsam den Überblick, wo wer liegt. So, Moment. Moment, den habe ich hier abgeschossen und den anderen habe ich hier abgeschossen. Ich wollte noch die ganzen Roboter holen. Mensch, ich wollte noch einen Bär, den habe ich. Den wollte ich noch holen. Den haben wir. So, haben wir die jetzt da vorne geholt? Also alles komplett geholt? Nicht. Ja, ja. Okay, gut. Alter, alter, alter. Das ist ein Kampf hier. So, zack. Jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Den haben wir noch. Stimmt. Den Augenbot. Da geht's lang. Was haben wir hier alles? Kann man hier rein? Dogmeat, warte mal. Ich würde ganz gerne hier mal looten. Zwischenstation öffnen. Ach nein! Ah, nein, 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 nein! Nein! Ich wüsste nicht, dass uns die Mission abbricht. Wieder zurück. Hä? Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ah jo. Na klar doch. Dann nehme ich es mal, wenn ich schon mal hier drin bin. So, nehmen wir das alles. Ich hoffe, der Dogmeat bricht die Mission nicht ab. Das ist natürlich manchmal tricky, wenn du in solche andere Räume gehst. Kampfmesser. Okay. Hat sich gelohnt. Cool. Commonwealth. Boah, drücken wir alle 5 Daumen, damit das der Dogmeat ja, die Mission nicht abbricht. Aber es sieht gut aus. Wir sehen noch einen Marker. Ja. Okay. Doch, mir ist einfach ein guter Junge. Suche nach Hinweisen zu Kellogg. Thank you.
Ich wollte gerade sagen, ich habe Hinweis untersuchen. Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Hier war ich, glaube ich, mal. Da habe ich irgendwelche Räder platt gemacht. Das kommt mir so bekannt vor. Nein, nicht sitzen. Nein. Hoch, hoch dann Popo. Ja, ich komme. Dogmeat. Ich komme. So. In welche Richtung laufen wir denn eigentlich? Wir laufen nach unten. Okay. Aber jetzt ist ja zumindest mal hell, also. Wo ist denn der Nick eigentlich? Keine Ahnung, das habe ich ja vorhin gemeint. Dann ist der Nick einfach hängen geblieben. Oh, der macht schon gut Schaden, gell? Der Dogmeat. So, gib mal her, was du hast. Ist immer lustig, wenn man die abgeschossen hat und im Chat ist. Oh, da ist er wieder da. Da ist er ja wieder. Jetzt aber fertig so mit Kämpfen. Okay, sehr schön. Oh, hier, Rognak. Guck mal da oben, das Plakat. Cool, ja, ich weiß, da hinten sind Ghule. So, geh mal her. Oh, die Waffe, die braucht ziemlich lange, ja? Ich nehme mal das Kampfgewehr. Oh, guck mal, was hier ist. Hört mal. Oh, oh. Die sind alle beim... Komm her. Sehr schön. Plus Beweglichkeit und Wahrnehmung. Sehr schön. Ach gut, die Waffe ist bis jetzt wirklich gegen Ghule auf jeden Fall sehr effizient. Hier ist radioaktives Zeug. Was haben wir hier alles? Schachtel Kigaretten. Kamera. Okay, überschaubar. Moment, ich muss so entlang. Dogmeat wartet zumindest. Das ist gut. Hier gibt es wieder so viele Gebäude, wo ich gerne reingehen würde. Alter. Guck, was hier alles rumliegt. Vor allem, das sind so viele. Da muss ich echt mal so wieder vorbei. Sonst kommen wir gar nicht weiter. Ist einfach so viel. Wahnsinn. Wie weit müssen wir eigentlich noch laufen? Was? Werden hier gesprochen? Ach, da hinten, der kämpft doch mit Ghule? Alle. Alarm. Kritische. Was? Alarm? Aggressotron? Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Noch ein Zigarrenstummel. Mhm. Noch ein weiterer Hinweis. Sehr schön. Den hat er platt gemacht, der Roboter.
Okay. Den wollen wir noch looten. Hier gibt es noch eine Kiste. Hier gibt es noch sowas. Boah, ich muss gerade husten. Entschuldigung. Whitney husten. Da vorne steht jemand. Das ist ein Supermutant, oder? Ja. Im Laufen einfach gekillt. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Ja, gar nicht. Hier wird nichts vergeudet. So, Dogmeat. Wenn ich bloß wüsste, wie weit es noch ist. La 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 la. Wenn man bloß wüsste, wie weit es ist. Oh, was ist das denn? Als ein LKW, das sah aus wie so ein Raumschiff. Ich höre irgendwie noch andere Spuren. Irgendwie kommt mir das nicht so geheuer vor. Wir sind dran. Das spüre ich. Sieh dich um. Das ist nochmal Spuren. War das unser Mann? Ich würde sagen, ja. Hi, Dogmeat. Hast du die Pferde aufgenommen? Oh, da vorne ist eine Fliege. Die ist kaputt. So, die haben wir auch. So, Doggy. Alter, machen die eine ganze Weltreise, gell, gefühlt. Wahnsinn. Aber so sieht man die Landschaft und die ganze Umgebung. Oh, ich höre irgendwelche Schritte. Ist mir gar nicht so geheuer, was hier gleich los wird sein. Oh, oh. Oh. Wir haben das Haus gefunden. Yay. Sieh nach Dogmeat. Dogmeat hat die Fährte. Jetzt müssen wir ihm nur noch zu Kellogg folgen. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Finde einen Weg hinein nach Fort Hagen. Für unseren vierbeinigen Freund eine Pause. Hey, was macht er denn? Cool. Das ist ja eine geile Animation mit dem Bär. Okay, nice. Okay, da müssen wir nur schauen, wie wir noch reinkommen.